Hey ho, meine Lieben. Heute machen wir mal was ganz was anderes. Wir machen ein Schichtfleisch. Ja, und zwar ein Wildschwein-Schichtfleisch. Ob das funktioniert, wie das hinterher schmeckt, ich habe keine Ahnung. Wir probieren das heute einfach mal aus. Und wenn es was wird, nachmachen. Aber jetzt gehen wir erstmal darüber und schauen uns an, was mein Schatz da gerade zurechtkattet. Wir haben ja damals eine Wildsau bekommen und davon schneiden wir uns jetzt den Schlegel klein. Attacke! Schatz pariert den Schlegel zurecht. Der Knochen wurde schon ausgelöst. Und ich gehe mal davon aus, wenn du mir hier hilfst, gehe ich dir nicht auf den Keks mit meinen Videos. Okay, Leute. Also wie gesagt, wir haben hier unseren Schlegel, ein paar Zwiebeln, Rotwein, Preiselbeeren, Antierhunter. Soweit für heute müsste noch ausreichen. Etwas Bacon und den FT3. Eigentlich wollte ich ja den FT1 heute einweihen, aber es ist doch etwas mehr Fleisch geworden. Und ja, deswegen nehmen wir jetzt den FT3 dazu. So, Freunde, mein Schatz hat es gleich fertig geschnitten. Also, das darf ich verwenden, hat sie gesagt. Hier hat sie noch klein geschnitten für Gulasch. Ja, wer weiß, vielleicht wird ja das noch im FT1, aber da mache ich jetzt einmal keine Versprechung zu dem Gulasch. Wir haben hier jetzt unser Fleisch und dann nehmen wir jetzt den Tierhunter und tun das erstmal ordentlich durchwürzen. Du musst nicht überwürzen. Nein, mache ich nicht, mein Schatz. So, dass wir halt überall ein bisschen was vom Tierhunter haben. Macht nichts. Du musst jetzt hier nebendran wieder Krach machen. Ja. Aber sie spült. Ja, Leute, dann haben wir unser Fleisch soweit gewürzt. Dann können wir auch schon unseren Topf hernehmen. Den legen wir jetzt erst einmal mit Bacon aus und machen unser Bacon Shield. Da können wir etwas großzügiger sein, der ist ja nicht so groß. Helfen. Du willst mir helfen. Helfen ist immer gut. Gehe ich dir damit aber nicht auf den Keks? Du legst mir jetzt bald auf. Weil so ein Hamburger gesagt hat, du gehst uns auf den Keks. Ja, das sind dann diese Hobbypsychologen. Okay. Aber ich glaube, er hat es ja nicht böse gemeint. Wie weit muss man das drüber hängen? Ein bisschen, dass ich das dann halt am Schluss reinklappen kann. Ja. Ja, das ist doch optimal. Jetzt kommt das Lumpiger Bacon, der teilt sich ja. Ja, ganz ein Lumpiger. Warte mal. Total bescheuert, ich habe ihn schon umgedreht. Du hast ihn schon umgedreht? Ja. Ja, die kleben manchmal etwas zusammen und dann muss man die halt vorsichtiger wegmachen. Und das ist wirklich ein lumpiger Bacon. Gott sei Dank haben wir es jetzt gleich. Und dann haben wir den lumpigen Bacon auch weg. Gut. Soweit, so gut. Dann können wir mal anfangen mit unserem Fleisch. Schauen, ob das an Zwiebeln, was wir da so haben, ausreicht. Oder ob wir nicht doch noch einen kleinen Topf nehmen können. Aber ich glaube, in dem ist das jetzt schon ganz okay. Und wenn der Topf mal nicht gleich wieder wegs Überfüllung geschlossen ist, ist es ja auch in Ordnung. Oder was meint ihr dazu? So. Schnell mal Handschuhe spülen. Also ich habe jetzt hier so das halbe Glas von den Preiselbeeren hier drauf.
Das bleibt jedem auch sich selber überlassen, wie viel er da neiwuchten möchte. Aber ich denke, das dürfte soweit in Ordnung sein. Dann füllen wir noch einen schönen Schluck Rotwein hinzu. Bacon hier drüber. Dann können wir das noch ein bisschen nachpressen. Damit es ungefähr auf gleicher Höhe ist, ringsherum. So. Ja, dann können wir auch schon den Deckel drauf tun und hinausgehen, wo wir die Kohlen noch anfeuern müssen. Ja, wo ist hier der Rand? Die Markierung sehe ich keine. Lassen wir es so. Gut. Leute, wir sehen uns draußen. Bis gleich. Scheiße, Mangetierenwind. Boah. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich gleich gesagt, ich mache es im Backofen. Nur Sakrament, blutige Hennerkäpfe. Aber nichtsdestotrotz hoffen wir, dass das hier jetzt funktioniert soweit. Und wir nicht unbedingt reingehen müssen. So, ich habe hier jetzt einfach mal ein paar Kohlen angefeuert. Vier Stück oben. Hier fünf Stück unten. Schon verteilt. Und so lassen wir das Ding jetzt ganz einfach stehen. Und hoffen, dass alles gut wird. Ja, das waren die letzten McBriquettes, was ich jetzt noch gehabt habe in meinem großen Karton. Das sind mal einfach noch die liebsten Kohlen, muss ich ganz ehrlich sagen. So ein bisschen Luft dazwischen lassen, dass sie nicht ausgehen. Und dann lassen wir das Ganze jetzt so zweieinhalb Stunden auf alle Fälle stehen. Okay Leute, ich besorge jetzt noch was zum Dazuessen und wir sehen uns dann wieder. Warum suche ich mir immer das herrlichste, kälteste, windigste Wetter raus, wenn ich draußen was mache? Keine Ahnung. Und wundert euch jetzt nicht, ich habe hier meine Werkstattklamotten an, weil wir sind ja nebenbei hinten am Golf basteln, Golf spielen. Und jetzt schauen wir ganz einfach da mal rein, nach ziemlich exakt 2 Stunden. Es brodelt und es blubbert. Und es sieht gar nicht schlecht aus. Oh, und riechen tut es auch ganz lecker. Ich hätte aber jetzt gesagt, wir lassen jetzt noch die Kohlen noch ein bisschen drauf. Und drunter noch halten sie ein bisschen. Die einen mehr, die anderen weniger. Dass wir so ziemlich genau 2,5 Stunden haben. Ja Leute, und dann sehen wir uns auch schon drinnen zum Probieren und Essen. So Freunde. Da haben wir unseren Topf und wir lupfen den Deckel. Oh, lecker. Ja, und dann hätte ich mal vorgeschlagen, wir machen jetzt gleich mal unser Probiererle, weil die Knödel, was es dazu gibt, brauchen noch einen kleinen Augenblick. Aber das ist ja kein Problem. Schauen wir mal, wo können wir hier ein Stückchen rausklauen. Ja, das ist doch optimal. Ein bisschen was von der Soße dazu. Dann nehmen wir mal aber schnell noch eine Schöpfkelle. Wenn ich eine finde, ja, dann nehmen wir jetzt die große. So.
noch ein paar Preiselbärchen mit drauf. Und dann mache ich hier gleich mal ein Probiererle. Na, dann wollen wir doch mal. Sehr zart, richtig lecker, nicht überwürzt, perfekt Leute, Wildschweinschichtfleisch. Ich zeige euch aber nachher dann noch einen Teller mit den Nudeln. Tada! Und so haben wir nun unser Tellerchen komplett. Leute, ich lasse es mir jetzt schmecken, mein Schatz und der Stefan ebenso. Und nachher sehen wir uns noch kurz zum Fazit. Ja Leute, dann kommen wir jetzt noch zum Fazit. Also ich muss sagen, es war wirklich wieder hervorragend lecker. Knödelchen dazu, halb und halb Knödel waren es glaube ich, optimal. Also einen Daumen nach oben. Das Schichtfleisch ist schön zart, lecker, mehr an Gewürzen hätte es gar nicht gebraucht. Mir hätte vielleicht jetzt noch die Soße etwas eindicken können, aber soweit. War's gut? Die Preiselbärchen noch mit dazu. Ein Gedicht, Leute. Einfach mal nachmachen. Ja, ich hätte jetzt meinen Schatz noch gefragt, aber die bringt gerade noch der Nachbarin noch ein Tellerchen runter, dass die auch was davon hat. Stefan, du verfressener Hund, wie hat's dir geschmeckt? Ja, ich habe mal wieder Besuch. Ist ja Wochenende. Okay, Leute, das war's für dieses Video. Wir sehen uns dann im nächsten. Wem's gefallen hat, Daumen nach oben, Abo würde mich auch freuen. Ja, und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.